Hallo, die Kooperation zwischen Rektorinnen und Studierenden auf dem Weg Richtung nachhaltige Hochschulen ist zukunftsfähig. Und deshalb heiße ich Sie und euch alle herzlich willkommen zu dieser digitalen Podiumsdiskussion. Gemeinsam zukunftsfähig, Studierende und Rektorinnen auf dem Weg zu nachhaltigen Hochschulen. Herzlichen Dank, liebe Erstsemester, Studierenden, Rektorinnen und andere Interessierte, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, hier zu sein. Es zeigt, wir sind gewillt zu kooperieren. Die Diskussion findet als gemeinsamer Höhepunkt der Erstsemesterakademie Baden-Württemberg zukunftsfähig statt. Sie wird von einem Zusammenschluss verschiedener studentischer Initiativen aus 6 Hochschulen organisiert. Gefördert wird alles aus Mitteln der Glücksspirale des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, REN Süd, STUVUS Stuttgart, ASTA Mannheim und Hohenheim und dem STURA Tübingen. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Jetzt erstmal herzlich willkommen, alle Erstsemester aus der Uni und der Hochschule Mannheim, der Uni Freiburg, der Uni Hohenheim, der Uni Stuttgart und Tübingen. Wer sitzt denn eigentlich so bei uns im Publikum? Da würden wir gerne eine kleine Umfrage starten. Ihr seht hier, wenn ihr auf slido.com geht und den Code 5349 eingibt, könnt ihr eure Stadt eingeben. Also ausnahmsweise dürft ihr jetzt während den 2 Stunden euer Handy rausholen und mal mittippen. Oh, da kommt was. Tübingen, München, Degendorf, sehr schön. Oh, da entwickeln sich Trends. Vielleicht sitzt ihr gerade auf eurer Couch in eurer WG oder im Seminarraum und neben euch sind andere Erstsemestrige. Wir wissen, je nach Stadt ist das unterschiedlich geregelt. Schön ist es natürlich, wenn Leute neben euch sind, die ihr in den letzten Tagen durch unser Programm kennengelernt habt. Das sieht gut aus für Stuttgart. Ich wünsche mir noch ein paar mehr Stimmen aus Hohenheim. Vielleicht habe ich dann Bias. Und ich sehe Göttingen, München, Karlsruhe, das sind Städte, die in Zukunft die Erstsemesterakademie auch gerne hätten. Hier hat es auch ein paar ganz kleine Sachen dabei. Elmshorn. Ich gebe euch noch 10 Sekunden. Und sonst hat Freiburg gewonnen, würde ich sagen. Yay! Herzlichen Glückwunsch nach Freiburg. Schön, dass ihr alle dabei sind aus all den Städten. Und jetzt mal ein Blick aufs Podium. Herzlich willkommen, Aline Kelber. Du bist von der Uni Mannheim im Green Office in der Initiative der Uni Mannheim aktiv und Organisatorin der Erstsemesterakademie Zukunftsfähig Bavü. Du bist auch Teil der Nachhaltigkeitsbeauftragung des ASTAS. Du studierst Psychologie im 7. Semester. Schön, dass du da bist. David Kopp, Referent für Nachhaltigkeit des Studierendenvertretung der Uni Stuttgart, Organisator der Erstsemesterakademie BAVI Zukunftsfähig und im Studiengang Softwaretechnik im Master im 6. Semester. Ihr seid unsere Perspektive des Orga-Teams der Erstsemesterakademie. Herzlich willkommen, liebe Rektorin, dass Sie heute hier sind, ist ja schon ein Zeichen für Partnerinnenschaften. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herzlich willkommen, Frau Kriegelstein. Sie sind seit wenigen Wochen Rektorin der Uni Freiburg, dabei die erste Frau in diesem Amt und ehemals Rektorin der Uni Konstanz. Sie haben ursprünglich Chemie, Pharmazie und Pharmakologie studiert. Herzlich willkommen auch an Frau Scheer, Prorektorin für Internationales der Uni Tübingen. Sie haben neuere Geschichte, empirische Kulturwissenschaften und Religionswissenschaften studiert. Und dann hier in die Nachbarschaft, herzlich willkommen, Herr Ressel. Sie sind Rektor der Uni Stuttgart bereits in der 3. Amtszeit. Bis 2018 waren Sie Vorsitzender der Landeshochschulrektorinnenkonferenz, das Gremium, in dem alle Rektoren der baden-württembergischen Hochschulen zusammenkommen. Und seit 2018 sind Sie Präsident der TU9, German Institutes of Technology, und haben ursprünglich Bauingenieurwesen studiert. Das scheint ein vielfältiges Podium zu sein.
Ich bin Anna Struth, eine der beiden Moderatorinnen dieses Anlasses und selbst auch im Orga-Team der Erstsemesterakademie Zukunftsfähig und im Vorstand des Netzwerk N. Ich gebe weiter an Hanna Böhle. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke, Anna, für diesen energetischen Anfang. Voll cool. Ja, ich moderiere mit Anna zusammen heute diese Diskussion und bin selbst Studentin in Tübingen und auch Mitglied im Orga-Team von der Erstsemesterakademie BAVÜ Zukunftsfähig. Ich freue mich voll, hier zu sein und freue mich, dass ihr Erstsemester da seid und auch ihr liebes Publikum. Danke für eure Zeit. Was machen wir heute eigentlich hier? Das ist eine gute Frage und es ist eine sehr wichtige Frage, denn wir wollen gemeinsames Engagement für nachhaltige Hochschulen fördern, also das gemeinsame Engagement von den Studierenden und den RektorInnen zusammen. Das ist uns ganz wichtig und das wollen wir heute mit dieser Diskussion stärken, denn wir wollen, dass ihr, liebe Erstis, an die Rektoratstüren klopft, Gespräche sucht und wenn die Rektoratstüren vielleicht auch mal zu sind, dann rennt sie ein und fordert ein. Das ist auch nicht mein Weg. Und wir möchten auch, dass Sie, liebe RektorInnen, natürlich uns mit einbeziehen und mit uns Gespräche suchen. Genau, da sind wir gespannt, was wir heute für Diskussionen haben. Und ja, wie gehen wir denn vor? Wir haben drei inhaltliche Blöcke und jeweils Fragen, die wir unbedingt beantwortet haben wollen für jeden Block. Im ersten Block ist das die Frage, warum müssen Hochschulen Treiberinnen Vorbild der nachhaltigen Entwicklung sein? Und können Hochschulen diese Rolle im Moment erfüllen in Baden-Württemberg? Im Block 2 geht es dann eher auf die Studierenden. Welche Rolle spielen denn die Studierenden in diesem Prozess der nachhaltigen Entwicklung? Und was brauchen Studierende, um dieser Rolle auch gerecht zu werden? Und im dritten und letzten Block wollen wir uns dann nochmal diesem spezifischen Potenzial widmen, nämlich diesem Zusammenschluss von Studierenden und RektorInnen. Und das anhand des Beispiels von unserem Projekt hier von der Erstsemesterakademie BAVÜ Zukunftsfähig. Ja, viel Spaß euch dabei. Und was ganz wichtig ist natürlich, ihr liebe Erstis, alle ZuschauerInnen, ihr seid natürlich auch total wichtig. Ihr habt schon gesehen, wir werden euch immer wieder einbinden über Slido-Umfragen. Ihr habt aber dort auch die Möglichkeit auf der linken Seite, genau, seht es gerade auf der Folie, Fragen zu stellen, wenn euch was nicht klar ist, Verständnisfragen. Macht das gerne. Wir werden vielleicht nicht alle beantworten können, aber ein paar werden sicherlich einfließen können. Genau, also schreibt ruhig viel. Ja, beginnen wir doch mit dem ersten Block an dieser Stelle. Warum sind Hochschulen Treiberinnen und Vorbild der nachhaltigen Entwicklung? Aber vielleicht ist nochmal ganz gut, einen Schritt zurückzumachen und kurz nochmal zu definieren, was ist denn nachhaltige Entwicklung? Weil wir haben ja da ganz viele verschiedene Definitionen und Ansätze und Perspektiven auf diesen Begriff. Es gibt auch noch andere Begriffe, die große Transformation, die sozial-ökologische Transformation. Wir nehmen heute diesen Begriff der nachhaltigen Entwicklung und definieren den als bewussten gesellschaftspolitischen Gestaltungsprozess, also einen Neuordnungsprozess in Solidarität mit den heutigen und den zukünftigen Generationen, also auf das Ziel der Gerechtigkeit, der inter- und intragenerationalen Gerechtigkeit hinarbeitend. Und dieser Prozess ist ein Prozess, der kein klares Endziel hat. Also wir wissen nicht so genau, wo es hinführt. Das ist auch ganz wichtig im Kopf zu haben. Der Begriff zukunftsfähig spielt ja auch eine große Rolle in unserer Veranstaltung. Hier ist im Titel gemeinsam zukunftsfähig, aber ja auch im Titel der Erstsemesterakademie, weil sie eben zukunftsfähig heißt. Und da sehen wir den Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder nachhaltiger Entwicklung so, dass eben nachhaltige Entwicklung die Voraussetzung ist für Zukunftsfähigkeit. Ja, das vorneweg. Starten wir in die eigentliche Diskussion. Welche Rolle spielen Hochschulen in der nachhaltigen Entwicklung? Und diese Frage kriegt jetzt zuerst mal wieder ihr, liebe Erstsemester. Geht wieder auf slido.com und gebt die Zahl ein 5349, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und ja, gebt mal eure Antworten preis. Was denkt ihr, warum ist das so wichtig, dass sich Hochschulen nachhaltig entwickeln?
Ja, ein bisschen nachdenken schadet natürlich nicht. Nach dem ganzen Input in den letzten Tagen, das war bestimmt sehr vielfältig, da muss man sich vielleicht auch erstmal sortieren. Liebes Publikum, ihr könnt natürlich auch schon mal über diese Frage nachdenken, weil ich die einigen von euch gleich auch stellen werde. Ja, wir sehen hier VordenkerInnen, Hochschulen sind VordenkerInnen. Sie bilden EntscheidungsträgerInnen aus. Sie sind Brutstätte für neue Konzepte, erreichen viele junge Menschen. Mache ich die Folie gerade mal ein bisschen größer, dass ich mehr sehe. Eine unabhängige Institution. Ja, da haben wahrscheinlich andere eine andere Meinung dazu. Forschung. Sind auch nochmal die Ressourcen aufgemittelt. Junge Leute sind die Zukunft. Ja, das scheinen einige von euch sehr wichtig zu sein. Also gerade die Lehre, die Uni betreibt, die Hochschulen betreiben. Und damit natürlich eine ganz große Reichweite haben in die Zukunft dieser jungen Leute, dieser neuen Generation. Frau Scher, ich mag Sie zuerst fragen. Das Motto der Uni Tübingen ist ja Attempto, ich wag's, übersetzt. Warum sollten denn Ihrer Meinung nach die Hochschulen wagen, TreiberInnen der nachhaltigen Entwicklung zu sein? Weil Forschungsuniversitäten, insbesondere, die wir drei hier repräsentieren, ganz einzigartige Institutionen sind insofern, als dass sie Lehre und Forschung in starkem Maße betreiben und auf beiden Ebenen eben diese Kraft entfalten können, also auf beiden Ebenen die Nachhaltigkeit voranbringen können. Die sind als Institutionen quasi aus der Perspektive prädestiniert, hier eine Vorbildrolle einzunehmen. Ich fand auch die Hinweise in der Umfrage ganz toll, dass Universitäten wahrgenommen werden als innovative Institutionen. Das hört man gerne, wenn man denkt, ja, wir sind an der vordersten Front, wir sind diejenigen, die Entwicklungen vorantreiben. Das wollen wir natürlich sein und das können wir zeigen, wenn wir uns für Nachhaltigkeit engagieren. Herzlichen Dank für Ihre Antwort. Da möchte ich gleich mal an Aline weitergeben. Wie ist denn deine Perspektive drauf? Dankeschön. Ich sehe das natürlich genauso, dass Hochschulen da eine ganz wichtige Funktion haben und fand es auch super, dass Sie da jetzt schon die ganzen symbolischen und ja, einfach so diese gefühlsmäßige Vorbildrolle angesprochen haben. Ich würde aber auch sagen, dass Unis auch wirklich eine tatsächliche Rolle haben, indem sie zum Beispiel Energie einsparen oder schauen, dass sie energieeffizienter werden, indem sie die Gebäude renovieren oder so weiter, weil ja Unternehmen genauso wie Universitäten einfach ganz viele Leute anstellen, viel Energie verbrauchen und damit auch auf viele Personen schon so einen großen Einfluss haben können, indem sie selber tatsächliche Einsparungen vornehmen. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil von Nachhaltigkeit, aber das ist wirklich eine Tat, die sie durchführen können und mit der sie dann natürlich auch wieder das Bild stärken, dass Hochschulen da eine Vorreiterrolle haben. Cool. Also ich höre so ein bisschen drei Aspekte raus. Hochschulen, also es ist total wichtig, dass Hochschulen Treiberinnen der nachhaltigen Entwicklung werden, weil sie eben MultiplikatorInnen ausbilden können
uns Studis, die dann später die richtigen Entscheidungen treffen können in unserer Berufswelt oder auch sonst in unserem Leben. Und Forschung natürlich, Hochschulen können die nachhaltige Entwicklung vorantreiben, wissenschaftlich untermauern, reflektieren. Und Betrieb als nochmal ganz grundlegendes Prinzip, weil natürlich Hochschulen auch einen enormen Emissionsverbrauch haben und man da auch Vorbild sein kann. Herr Ressel, jetzt haben wir ganz viele verschiedene Gründe dafür gehört, dass eben Hochschulen am besten ihrer Verantwortung gerecht werden im Kontext der nachhaltigen Entwicklung. Wie bewerten Sie denn vor diesem Hintergrund die Uni Stuttgart? Ist die Uni Stuttgart nachhaltig und zukunftsfähig? Also wir haben ja einen Antrag gestellt für eine Exzellenzuniversität, an dem wir leider knapp gescheitert sind, aber dort haben wir in unserer Vision reingeschrieben, wir möchten die Zukunft so gestalten, dass wir intelligente Systeme für eine zukunftsfähige Gesellschaft in der Universität erforschen, lehren, weitergeben an junge Menschen. Also das Wort zukunftsfähig ist in unserer Vision drin. Und das hat natürlich, wie Sie ja vorhin auch schon festgestellt haben, was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und ganz logisch haben wir deswegen auch in unserem Struktur- und Entwicklungsplan diesmal erstmalig eine Klimaneutralität. Wir definieren das jetzt mal für 2035. Da gibt es auch ehrgeizigere Universitäten, wie Tübingen zum Beispiel, die das 2030 schon schaffen wollen, auch wirklich festgeschrieben. Das heißt, unsere strukturelle Entwicklung hat das Ziel, einer Klimaneutralität 2035 zu erreichen. Das ist extrem ehrgeizig, aber Sie sehen damit, dass wir dieses Thema aufnehmen und dass wir dieses Thema auch durch Gremienbeschlüsse und dann jetzt hoffentlich auch durch die Zustimmung des MWKs, unserer Rechtsaufsichtsbehörde, ja, politischen Ministerium, dann auch letztendlich uns auf diesen Weg schicken und dass wir das dann auch umsetzen können. Also ein ganz wichtiges Ziel, und ich möchte noch mal betonen, auch zu der letzten Frage, wo anders als an Universitäten sollen wir denn diese Ziele erreichen? Also wir sind frei in unseren Gedanken, frei in der Forschung, frei in der Lehre. Das garantiert ja uns auch das Grundgesetz. Wir haben niemanden, der uns wirklich reinreden kann. Wo anders sollen dann diese Diskurse stattfinden als an der Universität? Und wir tun das jetzt auch mit unseren Studierenden im Strategiedialog. Also da kommen die Studierenden zusammen, auch die Mitarbeiter, die Professorenschaft, alle zusammen. Das sind tolle Veranstaltungen, die werden wir auch jährlich bis zu zweimal durchführen und wollen damit also miteinander, alle miteinander die Universität weiterentwickeln zu diesem Ziel, das wir uns jetzt mal festgeschrieben haben. Und das finde ich ist ein toller Prozess. Cool, das klingt sehr ambitioniert. Können Sie da vielleicht auch noch mal ein paar konkrete Projekte oder Formate nennen, die diese Ziele schon erfüllen oder die darauf hinarbeiten, dass diese Ziele dann erfüllt werden können? Ja, wir haben also ein Projekt eingeworben, das wettbewerblich in Baden-Württemberg ausgeschrieben war über das Wissenschaftsministerium mit dem Namen MobiLab. Also Sie sehen, hier geht es um die Mobilität der Studierenden, aber auch der Mitarbeiter, die wir monitoren, laufend monitoren und das ehrgeizige Ziel haben, dass wir eben 2035, was die Mobilität betrifft, klimaneutral werden, ja, zum heutigen Zeitpunkt, oder man kann es auch auf ein bestimmtes Jahr beziehen. Wichtig ist aber, dass dann auch die Universität den Mut hat, nicht nur zu monitoren, sondern dann auch steuernd einzugreifen. Also beispielsweise, wenn der CO2-Footprint in der Mobilität nicht so positiv nach unten geht, wie wir uns das vorstellen, dass wir dann zum Beispiel sagen, wir verbieten Dienstreisen mit Flugzeugen im Radius von 600 Kilometern. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Und solche Sachen. Und in diesem MobiLab wollen wir auch die Universität als Reallabor einfach aufbauen. Das heißt, wir wollen auch versuchen, mit anderen Verkehrsmitteln das Auto raussperren. Das wird über eine Parkraumbewirtschaftung jetzt sukzessive rausgenommen aus dem Campus in Vaihingen. Und dann wollen wir versuchen, durch alternative Verkehrsmittel sozusagen einen CO2-freien, jetzt zunächst mal für die Mobilität, die Gebäude kommen dann auch noch, freien Campus zu entwickeln, um somit also diese Nachhaltigkeitsziele auch zu erreichen.
Also wir haben Projekte, wir setzen das um, wir machen jetzt auch ein Green Office, so ähnlich wie in Mannheim, ja, das haben wir mit den Studierenden beschlossen. Wir treiben uns da auch richtig, das finde ich gut. Und da werden 3 Manager eingestellt, auch dauerhaft, ein Mobilitätsmanager, ist gerade ausgeschrieben, die Stelle, ein Nachhaltigkeitsmanager und ein Energieeffizienzmanager, den haben wir schon. Und die sollen dann gemeinschaftlich in einem Gebäude mitten in der Universität sitzen. Da können die Studenten hinkommen, da können auch, das wird durch Stifter finanziert, die Stifter hinkommen, ihre Veranstaltung machen. Alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Also sozusagen eine Art Pressure Group in der Universität. Das waren jetzt 2 Beispiele mal, die bei uns laufen gerade. Cool, herzlichen Dank für die Konkretisierung, was denn die Uni Stuttgart gerade so macht. Jetzt mag ich David fragen, du bist ja an der Uni Stuttgart Student. Wie ist denn deine Perspektive drauf? Wie würdest du die Frage beantworten, wie nachhaltig die Uni Stuttgart ist? Ja, Herr Ressler hat gerade schon einige Beispiele genannt, was mich quasi auch sehr freut, dass wir seit kurzem einige Fortschritte sehen, dass die Uni deutlich nachhaltiger wird. Wir sind aber immer noch mittendrin, würde ich sagen. Also wir sind immer noch, oder besser gesagt, eigentlich am Anfang. Da gibt es immer noch viel zu tun. Als Beispiel gerade das Mobilab-Projekt, da wird es halt peu à peu was immer wieder hinzukommen. Aber ich muss auch sagen, ich sehe das ein bisschen kritisch, wenn man letzten Endes das ein Parkhaus außerhalb der Grenzen dann hinsetzt. Ja, da habe ich eine andere Vorstellung für nachhaltige Mobilität. Aber letzten Endes ist es natürlich gut, wenn man auch hier versucht, Forschung voranzutreiben und zu schauen, wie man eine Mobilität nachhaltig gestalten kann. Ein ganz wichtiger Punkt vom Ressler fand ich die Diskurse, die wir hier an der Uni führen müssen. Was ist also nachhaltige Mobilität? Was ist nachhaltiges Leben? Also was ist überhaupt eine zukunftsfähige Gesellschaft? Und da finde ich, müssen wir an der Uni Stuttgart noch einiges tun, um diese Diskurse noch mehr zu führen. Wir hatten jetzt ja erstmals dieses Jahr einen Strategiedialog. Das hat mich auch sehr gefreut Anfang des Jahres. Und da hoffe ich auch darauf, dass es weitere solche Dialoge gibt mit möglichst vielen Studierenden, auch mit Mitarbeitenden an der Uni, damit wir eben schauen, was kann die Uni tun für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Ja, weil wir stehen noch mitten am Anfang. Danke dir. Ich habe auch nochmal 2 Nachfragen an dich. Die erste, du hast gesagt, du hast ein bisschen eine andere Vorstellung davon, gerade was jetzt den Betrieb betrifft und auch die Erfüllung von dem Ziel Klimaneutralität. Also wie stellst du es dir denn dann vor? Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Was könnte denn die Uni Stuttgart auch noch umsetzen? Ja, ich finde es halt kritisch zu sagen, man hat einen emissionsfreien Campus, hat aber dann direkt hinter der Grenze dann wieder ganz viel Verkehr. Und man muss es ja schon ganzheitlich betrachten, das Problem der Nachhaltigkeit. Und deswegen finde ich es irgendwie schade, das dann nur auf die Grenzen zu beziehen, das eigenen Campus. Wir müssen ja für eine Gesellschaft einen Mehrwert liefern. Und ja, da kann man, glaube ich, schon noch mehr tun. Und da sehe ich persönlich ein bisschen dann kritisch, zum Beispiel einen E-Scooter einzusetzen. Ja, ich bin persönlich mehr ein Freund von Fahrrädern beispielsweise und vom ÖPNV. Das will ich persönlich bevorzugen, da einen besseren Ausbau zu haben. Da haben wir Studierenden auch schon einen kleinen Beitrag geleistet, dass wir es auch geschafft haben, jetzt sogenannte Regiorad Stationen auf dem Campus zu bekommen, also das sind Fahrräder, die man ausleihen kann, und die sind jetzt auf verschiedenen Plätzen im Campus verteilt, und das finde ich auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Mobilität. Ich glaube, es gibt nichts Nachhaltigeres, als Fahrräder oder auch zu Fuß zu gehen. Danke. Meine zweite Nachfrage geht Richtung einem Punkt, den auch Herr Ressel angesprochen hatte, nämlich die CO2-Emissionen, die über die akademischen Reisen verbraucht werden. Wie stehst du denn zu dem Punkt? Es gibt ja auch schon Beispiele von Hochschulen, die das im Moment schon super gut umsetzen, also die ETH Zürich beispielsweise oder auch die Hochschule der nachhaltigen Entwicklung in Eberswalde. 2 Hochschulen, die super Anreizsysteme haben im Moment schon und das genau nicht nur als Option im Kopf haben, falls dann doch die Ziele nicht erreicht werden. Ja, Herr Ressler hat angesprochen, es gäbe die Option, dass doch Mobilab irgendwann das auch kommt, dass man Flugreisen
unter 600 Kilometer dann vielleicht verbietet und Anreize setzt, dass man lieber auf die Bahn setzen sollte. Sowas würde ich mir eigentlich jetzt direkt auch hoffen, dass wir sowas eigentlich direkt umsetzen sollten. Weil die Klimakrise ist so akut, wir sollten eigentlich sofort handeln. Es ist, finde ich, eigentlich schade, wenn man das noch weiter hinauszögert. Und man sieht es ja auch gerade in anderen Hochschulen, da haben die ja manchmal schon die Grenze bei 1000 Kilometer gesetzt, dass man also erst, was man unterhalb von 1000 Kilometer schon mit der Bahn immer fahren muss. Das fände ich auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil von einer nachhaltigen Universität. Danke. Jetzt möchte ich endlich Frau Kriegelstein auch die erste Frage stellen. Sie durften jetzt lange zuhören. Wie ist es denn in Freiburg? Wie bewerten Sie da die Uni Freiburg vor dem Hintergrund, dass die Stadt ja auch total grün ist und da ja schon ganz viel läuft auch? Ja, also ich muss gestehen, dass ich natürlich die Universität und vor allem den technischen Betrieb noch nicht so gut kenne, um hier jetzt sehr viele Details und Zahlen präsentieren zu können. Aber ich kann die bisherige Diskussion dahingehend unbedingt unterstützen, dass ich die Verantwortung der Universität in einer gesellschaftlichen Verantwortung sehe. Da ist Vorbildfunktion ein Aspekt, aber die gesellschaftliche Verantwortung würde ich da groß als Überschrift verwenden. Und ich sehe drei Handlungsfelder. Einmal natürlich die Institution, eine nachhaltige Universität, Energieverbrauch, Fußabdruck und so weiter. Aber das Zweite, und das ist auch schon mehrfach angedeutet worden, ist natürlich der Impact, den die Forschung leisten kann. Also die Forschung einer Universität muss eigentlich sich den Fragen widmen, wie die Gesellschaft eine nachhaltige Entwicklung leisten kann. Also was sind die Wege, was sind die Abwägungen, ob man den einen oder den anderen Weg gehen kann. Wie kann ich Energie sparen? Wie kann ich Techniken entwickeln, Motoren entwickeln, die eben weniger CO2 ausstoßen? Ich glaube nicht, dass wir auf Flugreisen verzichten sollen, dass wir auf Autos verzichten sollen, dass wir auf, nehmen Sie die ganze Industrie der Ozeanreisen da, diese Dampfer, die also einen Dreck ausspucken. Ja? Aber kann das nicht das Ziel sein, hier einen guten Motor zu entwickeln, der eben weniger, der kein Diesel braucht und weniger CO2 ausstößt, aber die Möglichkeit einer Kreuzfahrt weiterhin erlaubt? Wir haben jetzt gehört, es gibt in der Technikentwicklung die ersten Solarflugzeuge. Das ist doch eigentlich der Weg. Also nicht irgendetwas verbieten, irgendetwas einschränken, sondern die richtigen Techniken einsetzen, die richtigen Techniken entwickeln, damit wir unseren Lebensstandard, unsere Wünsche, unsere Ziele auch weiter leben und verfolgen können. Wenn Sie die UN-Ziele Agenda 2030 sehen, da geht es ja eigentlich darum, wie erhalte ich das Wirtschaftswachstum, wie ermögliche ich den Zugang zu Wasser, zu Leben, zu Ernährung für alle. Ja? Also nicht, wie spare ich grundsätzlich alles vom Munde ab, sondern wie ermögliche ich der Gesellschaft ein Leben, einen Lebensstandard, so wie wir ihn auch schätzen und wollen, aber unter einer angemessenen Nutzung von Ressourcen, für eine generationsgerechte Nutzung von Ressourcen, für eine lebenswerte Welt, die daraus entsteht und nicht sozusagen umkippt oder in irreversible Krisen läuft. Und da hat die Universität mit ihrer Freiheit von Forschung, mit ihren Möglichkeiten, mit einer Volluniversität, die alle wissenschaftliche Felder bedient, enorme Möglichkeiten, der Gesellschaft die Wege aufzuzeigen, die sie gehen kann, um diese Ziele zu erreichen. Und das dritte Feld, die Lehre, ist dann das Entscheidende, wie ich den Studierenden die Kompetenzen vermitteln kann, auch das ist vorhin schon angeklungen, aber die Kompetenzen vermitteln kann, diese Attitüde, dieses Wissen in die Gesellschaft zu tragen und dann Generation für Generation eben zum Leben zu erwecken. Cool, darf ich Sie an dieser Stelle kurz unterbrechen? Sie haben jetzt auch ganz tolle, visionäre Ziele genannt.
Was wollen Sie denn in Ihrer Amtszeit umsetzen? Also können Sie kurz und knapp nochmal ein Projekt umfassen, das Sie umsetzen wollen, was in einem der drei Bereiche oder vielleicht auch in verschiedenen drin ist? Ja, also die Universität Freiburg ist natürlich ein Unikat, was Umwelt und natürliche Ressourcen betrifft. Wir haben eine der zwei großen forstwirtschaftlichen Fakultäten mittlerweile gepaart mit geologisch-geografischem Wissen, soziogeografischen Komponenten. Und hier haben wir natürlich einen Hotspot an Wissen und Entwicklungspotenzial für die Gesellschaft. Und hier gibt es auch schon eine Vielzahl von Förderprojekten, die gute Ideen für die Weiterentwicklung der Biodiversität, Waldweiterentwicklung, Ökosystemernährung, lokale Ernährung und so weiter bearbeiten. Also das läuft schon wunderbar. Und ich würde das gerne zu einer Blüte und zu einer Sichtbarkeit bringen, sodass die Universität Freiburg für ihre Forschung in der Nachhaltigkeit gesehen wird und wertgeschätzt wird. Cool, herzlichen Dank. Ich höre, dass da noch ganz viel konkrete Ideen Raum haben. Das heißt, Erstis aus Freiburg, könnt euch das schon mal mitnehmen. Sprecht doch dann irgendwann mit Frau Kriegelstein, wenn ihr eine super Idee habt, und dann könnt ihr die Vision, die Ziele, die die Uni hat, mit euren Ideen und Projekten verwirklichen. Klasse. Ich mag an dieser Stelle kurz mal zusammenfassen, denn wir haben gemerkt, dass Hochschulen ihrer Verantwortung, TreiberInnen und Vorbild der nachhaltigen Entwicklung zu sein, dass sie diese Verantwortung ausfüllen müssen. Und ja, dass wir, wenn wir dieses Thema auf die nachhaltige, ach, jetzt bin ich kurz draußen, einen kleinen Moment. Ja, Hochschulen müssen eben ihrer Rolle gerecht werden, sich nachhaltig zu entwickeln. Und da haben wir 5 Handlungsfelder von Hochschulen, wo sozusagen die nachhaltige Entwicklung stattfinden muss. Wir haben es gerade schon im Gespräch gehört, die Bereiche Lehre, Forschung, Betrieb wurden schon ganz oft genannt. Es gibt noch 2 weitere, die sind ein bisschen komplexer. Governance und Transfer. Governance als sozusagen Steuerung und Koordination von hochschulischen Aktivitäten, aber auch von HochschulakteurInnen. Und Transfer als sozusagen wechselseitiger, partnerschaftlicher, partnerinnenschaftlicher Austausch von Wissen mit der Zivilgesellschaft. Und wir haben in der Diskussion auch Beispiele gehört, die jetzt die Uni Stuttgart beispielsweise vorantreibt. Da kannst du gerade mal eine Folie weiterklicken, Lucia. Genau. Ein Beispiel im Betrieb, MobiLab von Stuttgart. Wir haben auch das Green Office aus Stuttgart gerade kennengelernt und auch, es gibt das zum Beispiel auch in Freiburg, ein Green Office, was nicht so betitelt ist, aber was dieselben Funktionen erfüllt, ein Nachhaltigkeitsbüro. Und wir haben natürlich auch in Tübingen ganz viele verschiedene Projekte, die die nachhaltige Entwicklung unserer Hochschule voranbringen sollen. Jetzt ist natürlich so, dass diese Tabelle sehr positiv formuliert ist. Wir wissen nicht, was fehlt. Und das haben wir auch gemerkt in unserer Diskussion, dass nämlich viele Sachen noch fehlen und dass diese Perspektive vor allem die Studis vertreten. Also zum Beispiel David oder auch Aline, hätte ich dich dran genommen, hättest du das bestimmt auch gemacht. Ihr seid die kritischen HinterfragerInnen. Und das ist ein Widerspruch. Und diesen Widerspruch wollen wir in unserer Diskussion noch nutzen. Und damit übergebe ich wieder an Anna. Wir haben es gehört, das Thema nachhaltige Entwicklung an Hochschulen ist unheimlich vielfältig und es gibt unglaublich viele Baustellen, die bearbeitet werden müssen. Und genau deshalb braucht es uns Studis mit unseren Fähigkeiten und Potenzialen, die wir uns da einbringen können. Jetzt im zweiten Block wollen wir noch genauer schauen, was die Rolle der Studierenden und studentischen Engagements ist im Prozess der nachhaltigen Entwicklung von Hochschulen. Herr Ressel hat es eben gerade gesagt, Studis treiben uns. Und jetzt fragen wir uns, wie wandeln Studierende ihre Hochschulen in einen Ort der gelebten Nachhaltigkeit? Und vor allem, was brauchen wir dafür? Aline, wie kann ich mir das überhaupt vorstellen, sich in so einer studentischen Initiative zu engagieren?
Du hast sowohl Erfahrung im Green Office der Initiative und auch in der Organisation von Zukunftsweg. Erzähl doch mal. Ja, danke. Ich würde erstmal mit dem Green Office anfangen, das bei uns leider noch nicht verstetigt ist, sondern wir sind im Moment noch eine ganz normale Hochschulinitiative aus 5 bis 10 Studierenden. Und genau, wir treffen uns dann einmal die Woche, früher vor Ort, jetzt online, und besprechen sozusagen unsere aktuellen Projekte. Da war zum Beispiel jetzt auch die Erstsemesterakademie bei mir Zukunftsfähig dabei, die wir schon ein bisschen früher durchgeführt haben. Aber da ist eben auch ganz wichtig die strukturelle Arbeit. Das heißt, wir sind mit unserer Uni im Gespräch und versuchen da Dinge zu bewegen, um die Uni nachhaltiger zu machen. Ein erster Erfolg war da letztes Jahr die Gründung des Arbeitskreises Nachhaltigkeit, in dem eben Studierende und Mitglieder der Universität zusammensitzen und genau daran arbeiten, die Universität nachhaltiger zu machen. Aber ja, die Arbeit ist super cool einerseits, weil wir tolle Kontakte knüpfen können und auch ganz viel für uns selber mitnehmen. Denn also für mich war das nochmal ein ganz anderer Schritt, nicht nur Studentin an der Uni zu sein, sondern auch wirklich die Uni kennenzulernen, zu sehen, wie sind die Abläufe, wie viele Personen arbeiten da daran, dass es für mich jeden Tag klappt, dass ich zur Uni gehen kann und die Veranstaltungen stattfinden und all das. Und also für mich war es sehr interessant und es hat mir sehr viel gegeben, da auch mal die Hintergründe zu sehen. Und man lernt auch Studierende aus anderen Fachbereichen kennen und das bringt einen einfach selber sehr viel weiter, so wie eigentlich fast jedes Engagement oder jedes Engagement. Genau, auf der anderen Seite ist es auch anstrengend, weil man nach einem langen Unitag dann sich noch zusammensetzt und mal wieder überlegt, wie man denn jetzt doch noch mal eine Antwort auf die E-Mail vom Rektorat bekommen könnte, die man vor 2 Wochen abgeschickt hat. Und ja, ich denke, das ist uns allen schon mal passiert. Und das gehört wahrscheinlich dazu, das passiert einem wahrscheinlich auch später wieder. Aber ja, das kann natürlich manchmal ein bisschen anstrengend sein. Aber ich denke, da wir unser Ziel vor Augen haben und wissen, dass es für alle Beteiligten ein anstrengender Weg dahin ist, sind wir auch bereit, da unseren anstrengenden Teil zu leisten. Danke, du bringst also 2 Perspektiven mit rein. Zum einen die vielfältigen Einblicke, die man bekommen kann und die interdisziplinären Teamerfahrungen, die man bei so Engagement sammelt. Und zur anderen Seite das, was anstrengend ist. Leuten hinterherlaufen, in keiner Position sein, in der man viel Macht ausüben kann, das klingt anstrengend. Aber mich würde interessieren, David, wie ist es bei euch? Ihr trefft euch ja auch einmal die Woche, diskutiert und arbeitet an Themen, die weiterzuentwickeln. Es klingt eigentlich wie eine Lehrveranstaltung. Was ist der Unterschied? Ja, kurz zusammengefasst würde ich sagen, wir reden nicht nur, wir handeln auch. Das sieht man auch bei der Erstsemesterakademie. Wir haben jetzt hier was auf die Beine gestellt, womit wir jetzt auch selber einen Beitrag leisten können. Und wir haben nun mal große soziale, ökologische Herausforderungen vor uns. Da ist einmal auch wichtig, dass wir die im Diskurs besprechen und schauen, was wir als Studierende für einen Beitrag leisten können. Und da reicht es dann nicht nur aus, das in einer Lehrveranstaltung zu hören von einem Dozenten, von einer Dozentin, sondern dass man auch selber als Studi darüber diskutiert und seine Stärken erkennt und dann ja und versucht, einen Beitrag zu leisten. Deswegen ist ja ganz wichtig, dieses Interdisziplinäre, dass wir fachübergreifend die Diskurse führen. Das hat schon ein paar Mal gefallen. Auch Strategiedialoge sind da, denke ich, ein wichtiges Element. Und, Vielleicht kannst du kurz nochmal erklären, was du meinst, wenn du sagst, Diskurse interdisziplinär führen. Was heißt denn das eigentlich? Ja, dass wir nicht nur innerhalb von Lehrveranstaltungen so diesen fachspezifischen Teil haben, sondern mit anderen Bereichen darüber diskutieren, wie wir diese sozialen, ökologischen Herausforderungen bewältigen können. Wir haben vorhin auch schon das Special Mobile Lab gehabt, da geht es konkret um Mobilität. Und da brauchen wir mal verschiedene AkteurInnen, die wir hier befragen. Was wollen wir eigentlich haben? Wollen wir jetzt hier lieber E-Scooter haben? Wollen wir lieber Fahrräder haben? Als triviales Beispiel. Und da gibt es ganz viele Elemente, die damit reinspielen. Und da spielen wir Studis eben eine ganz wichtige Rolle, weil wir ja an der Uni Stuttgart mit 25.000 Studierenden schon eine Menge an Menschen sind, die täglich auf dem Campus sind, zumindest hoffentlich bald wieder. Und dann möchten wir natürlich auch mitreden und unseren Teil dazu beitragen. Aline, David hat es gerade gesagt, Studierende
haben eine unheimlich wichtige Rolle und sind sehr viele Menschen. Hast du dazu auch eine Meinung? Ja, da würde ich natürlich sofort zustimmen. Ich glaube, das ist an jeder Universität und jeder Hochschule so, und das ist ja auch gerade das Wertvolle, dass man so als junge Person dann direkt die Möglichkeit hat, sich mit so vielen auszutauschen. Also da möchte ich auch jetzt nochmal allererst dies wirklich dazu motivieren und anregen. Ihr habt jetzt während dieser Woche so viele andere Leute auch aus anderen Fachbereichen kennengelernt, und das ist ein super Thema. Also Nachhaltigkeit, das ist einfach ein Thema, zu dem jeder was sagen kann und zu dem auch jeder was sagen sollte. Denn ich als Psychologin habe dann eine ganz andere Perspektive als jetzt ein Bauingenieur zum Beispiel. Und genau, deswegen nutzt das und tut euch zusammen und engagiert euch am besten zusammen. Danke. Also du sagst, nutzt die Zeit während dem Studium und startet was. Frau Scheer, mich würde hier die strukturelle, prozessorientierte Sicht so ein bisschen interessieren. Was gibt es denn von der Universität Tübingen für Beispiele, wo studentisches Engagement eine zentrale Rolle bei der nachhaltigen Entwicklung der Hochschule gespielt hat? Also wenn ich das richtig sehe, ist sehr viel. 80-90% von dem, was wir hier an der Uni in diesem Bereich haben, gestartet worden, so 2007, 2008, durch die studentische Initiativen. Also ganz viele Dinge, die wir haben, unser Studium Ökologikum, auch die Instituierung von ökologisches Management in der Universität. Das sind Dinge, die aus einer studentischen Initiative Greening the University hervorgegangen sind. Und es ist schon über 10 Jahre her. Unsere Initiativen feiern zurzeit gerade alle 10-jähriges Jubiläum. Und wir haben das Gefühl, schon irgendwie in die nächste Phase reinzukommen. Aber diese erste Initialzündung war damals wirklich extrem stark von studentischer Energie getragen. Wie Herr Ressel sagte, man wird von den Studierenden schon getriezt und man hört auch darauf. Also es bewirkt was. Man kann ja schon was tun in der Uni als Studentin oder Student. Da würde mich interessieren, wenn Sie sagen, vor 10 Jahren wurde das gestartet. Wie ist es denn von diesem Start zu einer Verstetigung, also dem Erhalt von diesen Projekten gekommen? Das ist Gremienarbeit, das ist Lobbyarbeit auf allen möglichen Ebenen. Man muss Mittel generieren, locker machen, und das ist ein Prozess, der nicht einfach ist. Ich kann keine konkreten Einzelheiten aus diesem Prozess heraus erzählen, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht im Rektorat tätig war, aber ich weiß von allem, was wir tun, wenn es um Verstetigung geht, da muss man richtig ringen. Um die Möglichkeiten. Also nicht verzweifelt sein, wenn es heißt, das müssen wir erst als Projekt machen, das können wir noch nicht jetzt vollständig instituieren mit Haushaltsmitteln etc. Das ist normal. Das ist etwas, was ganz, ganz viele Dinge an der Uni laufen erstmal als Projekte. Und wenn sie gut laufen, dann haben sie gute Chancen, verstetigt zu werden. Danke, Frau Scheer. Wir hören, Studierende müssen manchmal ringen. Und man muss sich da in die Gremienarbeit, also auch auf politischer Ebene von so einer Hochschule einbringen. Das kann natürlich einer der Gründe sein, dass studentisches Engagement scheitert. Frau Kriegelstein, aus Ihrer Perspektive, was gibt es sonst noch für Gründe, wenn die Energie so verpufft? Also ich würde das viel positiver sehen. Also Frau Scheer hat gesagt, die Studierenden treiben uns. Das ist richtig. Aber das ist ja auch so, dass wir uns treiben lassen wollen, dass wir ja gerne dieses studentische Engagement zum Anlass nehmen, um dann in der Universität Entwicklungen zu starten. Wenn wir das nicht wollten, dann würden wir uns anders verhalten. Und manchmal braucht man auch eben die Energien, die über viele Studierenden da auch frei werden zu einem Thema, das sie mit hohem Engagement betreiben, um auch andere Gruppen der Universität dann überzeugen oder vielleicht auch überrennen zu können. Ich kann da aus Konstanz vielleicht berichten. Dort gibt es ja das Green Office schon seit mehreren Jahren. Die machen eine tolle Arbeit.
Und natürlich können sie die Arbeit nur machen, weil aus der Universitätsverwaltung ganz viel Informationen rübergereicht wird, weil ganz viel Information bedient wird. Aber wir sind stolz darauf, dass es hinterher als studentischer Bericht, als studentische Information präsentiert wird. Ich habe dann versucht, dieses mal in den Senat zu bringen und in einer Strategieklausur und bin fürchterlich gescheitert. Also die Stimmung im Senat war gewesen, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ne? Freiheit der Forschung, Freiheit der Lehre, machen wir nicht. Und da habe ich gemerkt, ich war zu schnell oder zu früh dran mit dem Thema in dieser Gruppe. Ein halbes Jahr später, neu gewählter Senat, war die Stimmung eine ganz andere. Dort habe ich das Thema platzieren können. Dort haben wir eine zusätzliche Arbeitsgruppe gegründet. Damit haben wir das Engagement aus allen Bereichen der Universität bündeln können oder überhaupt erstmal sichtbar machen können. Und das arbeitet wunderbar. Und das ist das, was ich meine mit, wir wollen getrieben werden. Wir wollen mit diesem Thema die Energie nutzen, die von den Studierenden in die Universität getragen wird, damit die Universität sich entwickeln kann, damit viele, auf viele der Funken überspringt. Wir müssen jetzt handeln, und zwar zusätzlich zu unserem normalen beruflichen Engagement, wollen wir einen extra Beitrag leisten. Und diese Dynamik, die hier in 1,5 Jahren, habe ich das jetzt beobachtet, entsteht, die ist großartig. Das ist schön zu hören, wie sehr sie sich auch für die Energie, die durch Studierende frei wird, begeistern können und zu merken, dass es das auch manchmal braucht, um Prozesse in Organisationen anzustoßen. Jetzt würde ich gerne schnell nochmal fragen, was tut sich denn so in anderen Bereichen der Nachhaltigkeit? Wir haben viel aus dem Ökologischen gehört. Gibt es auch noch was in andere Richtungen, zum Beispiel Gendergerechtigkeit, Rassismus, ähnliche Themen? Wie sehen Sie da die Verknüpfung mit den ökologischen Themen? Also die sind natürlich nicht ganz so vordergründig erkennbar, aber das sind natürlich Themen, an denen wir uns schon länger engagieren und wo ein längerfristiges Engagement auch seine Erfolge zeigt. Vielleicht ist auch da mehr möglich, als bisher erreicht wurde, aber im Grundsatz bin ich da sehr zuversichtlich. Was waren die dezidierten Punkte, die Sie angesprochen haben? Also Gleichstellung, das läuft, glaube ich, im Wesentlichen bei den Playern in die richtige Richtung, aber es könnte natürlich schneller und erfolgreicher gehen, wobei wir da zwei Dinge machen müssen, einmal einen Sog und dann auf der anderen Seite natürlich auch eine spezifische Bewegung aus der Studierendenschaft, der jungen Mitarbeiterinnenschaft in die Qualifikationsstufe hinein. Da müssen wir sehen, wo wir noch weiter unterstützen können, aber im Grundsatz bin ich da eigentlich sehr positiv. Inklusion ist ein neues Thema und Diversität. Da überholt uns, glaube ich, die Diskussion aus dem angelsächsischen Bereich. Bei uns ist es noch nicht so intensiv oder so deutlich und so spürbar angekommen. Aber wir sind sensibilisiert und versuchen uns auch da sensibel aufzustellen. Und was ein Entwicklungsschritt ist, den man gehen muss und den man, glaube ich, bewusst formulieren muss und bewusst erleben muss, ist, dass man im Kontext sozusagen der Geschlechtergleichstellung mit Quoten, Kohorten, mit Zählen und Messen arbeiten kann, um Erfolge darzustellen und meiner Meinung nach auf dem Bereich, in den Bereichen der Diversität und auch der Inklusion wahrscheinlich mehr mit Ermöglichung arbeiten muss, mit Abbau von Barrieren, aber nicht mit einer Stigmatisierung, wir wollen jetzt 10% von Gruppe XY haben, das wäre automatisch ein negatives Label, sondern wir müssen die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit wahrnehmen und ermöglichen, dass jeder angemessen gleichberechtigt teilnehmen kann. Und das ist ein neuer Gesichtspunkt, eine neue Aufgabe, wo sozusagen die bisher eingespielten Mechanismen so nicht 1:1 übersetzt werden können. Und das müssen wir lernen und mit Schwung voranbringen. Schwung, das ist das richtige Stichwort. Sie haben damit eben selber angefangen, dass Studierende so das Feuer geben, um diese Themen voranzubringen. Sie haben davon gesprochen, wie schwierig es ist. Manche Themen sind sehr klar messbar, andere nicht so deutlich messbar. Und auch in unseren Publikumsfragen wird klar, die Studierenden haben Lust, Sachen anzufangen. Deshalb würde ich jetzt gerne nochmal eine Slido-Umfrage machen.
und mal reinhören, was Studierende brauchen, um sich langfristig für eine nachhaltige Entwicklung ihrer Hochschule einsetzen zu können. Was braucht ihr, um eure Hochschule aktiv mitgestalten zu können? Was treibt euer Feuer voran? Riegelstein, das hat mir wirklich gefallen. Weniger Bürokratie, was kommt denn da noch so rein? Der zentrale Ort zum Treffen. Ich bin gespannt. Hier hoffe ich vor allem auch aufs Orga-Team, aus den Erfahrungen Infos zu kriegen. Vertrauen. Zugesprochene Verantwortung, sodass man auch agieren kann. Die Studierenden wünschen sich mehr Ermutigung, Mitstreiterinnen zu finden, ein Vertrauen, was ihnen ausgesprochen wird, was auch motiviert. Generell scheint weniger Bürokratie und mehr Demokratie hoch im Kurs zu sein. Flexibilität in einem starren System wie der Hochschule auch nicht immer leicht. Vernetzung unter den Studierenden. Hier gibt es scheinbar mehrere Themenfelder. Vernetzung, Ort, Raum dafür. Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen. Das Vertrauen, das einem von der Hochschule entgegengebracht wird. Und die Möglichkeiten, sich einzubringen. Liebe Rektorin, ich glaube, das schicken wir Ihnen nachher mal zu. Da können Sie sich vielleicht noch ein paar Tipps und neue Ideen einsammeln. Jetzt würde ich gern nochmal das Thema ernst genommen werden aufgreifen und bei David und Aline ein bisschen genauer nachfragen. Was braucht ihr, um eure Hochschulen aktiv mitzugestalten? Ja, also fange ich mal an. Ich nehme an, Aline wird später noch mit dem Green Office auch noch einsteigen. Würde ich zunächst mal einen anderen Punkt aufgreifen. Ernst genommen werden heißt auf jeden Fall Anerkennung zu bekommen für das, was man tut, dass man sich entsprechend engagiert. Und das ist leider nicht immer gegeben. Ich bin jetzt gerade relativ privilegiert. Ich habe jetzt gerade die Zeit, mich auch entsprechend zu engagieren. Das ist nicht bei allen gegeben. Deswegen finde ich es auf jeden Fall einen wichtigen Punkt, dass wir auch den Studierenden ermöglichen, durch das Engagement Credits zu sammeln. Das wäre noch ein Aspekt, der noch an der Uni Stuttgart fehlt. Und ja, also da kann man noch was tun. Und einen anderen Punkt, um ein Beispiel zu geben, wäre nach dieses Wintersemester eine sogenannte Schlüsselqualifikation anbieten, eine fachübergreifende, die von Studierenden aus organisiert wird. Und da brauche ich auch, oder da wollen wir auch mehr Unterstützung bekommen, damit wir das auch mehr machen können, dass wir als Studierende Teil sein können von Lehrveranstaltungen. Ja, wir machen das auf jeden Fall schon, auch schon seit mehreren Semestern, und ich hoffe, dass wir das aber weiterhin tun können, und da hoffe ich mir eine weitere Unterstützung. Also du wünschst dir vor allem ECTS fürs Engagement, sodass die Zeit auch wertgeschätzt wird von der Institution Hochschule und die Teilhabe, wenn es darum geht, neue fächerübergreifende Module oder Credits zu generieren. Aline, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich finde, das sind auch zwei wirklich wichtige Punkte. Und das ist auch zum Beispiel ein Grund oder eine Motivation für uns, warum wir versuchen, ein Green Office an der Universität Mannheim zu erreichen. Das Green Office ist ja so eine Art Nachhaltigkeitsbüro, in dem Studierende zusammen mit Mitarbeitenden der Universität zusammenarbeiten und versuchen, die Uni nachhaltiger zu machen. Und ein Punkt, weshalb das auch wichtig für uns ist, ist die Fluktuation, die bei Studierenden herrscht. Das heißt, die meisten fangen vielleicht meistens eher sogar erst im zweiten Semester an, wenn man sich so ein bisschen an der Uni eingelebt hat. Und dann ist man in irgendeiner Initiative, engagiert sich da, kommt rein, es fängt an gut zu laufen, man ist bei der Organisation von einer Veranstaltung dabei. Und dann kommt man so ins sechste Semester, dann kommt die Bachelorarbeit und dann kommt der Stress und dann ist man eigentlich auch schon wieder fertig mit dem Bachelor und wechselt die Uni. Und ja, dann kommen die Nächsten in die Initiative rein und hören, ja, wir haben da so eine Veranstaltung gemacht, aber niemand weiß mehr wie und wen man ansprechen könnte, wo man Gelder beantragen könnte. Und deswegen ist Fluktuation ein ganz großes Problem, wenn man sich studentisch engagieren möchte. Deswegen wollen wir eben das Green Office erreichen, das dann verstetigt wäre. Verstetigt heißt, dass es fest in die Strukturen der Universität integriert ist. Und noch ein
Aspekt der Wertschätzung bietet nämlich, dass dann ein paar Studierende auch wie Hiwis bezahlt werden für ihre Arbeit, die sie dort leisten. Aber der wichtigste Punkt ist, dass durch diese Verankerung in den Strukturen auch ein Wissensmanagement möglich ist. Das heißt, das Wissen, das die Studierenden sammeln, das könnten weitergegeben werden an die Nächsten, sodass die dann sofort wissen, an wen sie sich alles wenden können, an welche Punkte wichtig sind. Ein großer Punkt jetzt eben in der Slido war ja auch Bürokratie. Und ich glaube, das kommt einem erstmal, wenn man anfängt, sich irgendwo zu engagieren, es erschlägt einen wirklich, wenn man erstmal rausfindet, wie viele Gremien und AnsprechpartnerInnen es gibt, an die man sich wenden müsste. Und wenn man da dann schon mal eine Einführung bekommt, dann merkt man, dass es eigentlich auch größtenteils sinnvolle Strukturen sind und man damit auch viel mehr erreichen kann, als wenn man die nicht nutzt. Genau, und deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass Studierenden da einfach dieser Haltepunkt geboten wird. Vielen Dank, Aline. Du hast das super beschrieben. Das Green Office ist eine der Möglichkeiten, Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung institutionell zu verankern. Einmal, um Wertschätzung zu generieren für die Studierenden, die dort dann arbeiten können und mit Geld wertgeschätzt werden, aber auch damit Verantwortung zu übertragen zu bekommen und auch das Wissensmanagement, das in so einer Engagement-Bubble total wichtig ist. Wer macht was, wo muss man wen ansprechen? Und das ist sicher eine der Grundlagen dafür, dass sich Studierende engagieren können. Dann würde ich den Block mal zusammenfassen. Nee, eine Frage habe ich noch. Das hört sich an, als würdet ihr beide eigentlich zwei Studiums gleichzeitig machen. Ein selbstorganisiertes mit eigenen Projekten und eins in eurem Fachbereich. Stimmt das? Ja, also ich bin eigentlich Softwareentwickler, ich studiere Softwaretechnik und engagiere mich jetzt in einem ganz anderen Bereich. Aber das ist ja auch gerade das Tolle für mich, dass ich die Chance habe, über den Tellerrand hinaus zu blicken und so die Möglichkeit habe, auch die großen Herausforderungen einfach zu sehen und die Stärken, die ich habe, da reinzubringen. Als Beispiel, die Erstsemesterakademie, da konnte ich eben mit meinen Fähigkeiten einen Beitrag leisten, in Form von der Webseite, in Form von den digitalen Tools, die wir jetzt hier einsetzen, dass das alles klappt. Und genau deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir uns hier aus den verschiedenen Studiengängen heraus zusammentun, um einen Beitrag zu leisten. Und da braucht es wirklich jeden und jede. Ja, und dass wir da auf jeden Fall alle möglichen Komponenten zusammenbringen. Ja, genau. Also ich glaube, zwischen jedem Studiengang und Engagement gibt es irgendwelche Verknüpfungspunkte, sodass man im besten Fall sogar theoretisch erworbenes Wissen aus irgendeiner Vorlesung direkt praktisch anwenden kann, was ja super ist für beide Seiten. Ich würde nicht sagen, dass es mein zweites Studium ist, wobei natürlich der Anteil der Zeit, die ich für beides verwende, schwankend ist. Und ja, aber es ist eben Freizeitengagement. Und ich meine, auch wenn man arbeitet, dann kommt man nach Hause und hat im besten Fall noch Zeit, sich zu engagieren. Und meistens ist es ja dann auch genau das, worauf man Lust hat oder was einem beim Arbeiten oder Studieren fehlt. Also ich habe zum Beispiel an der Uni Mannheim noch keine Möglichkeit, Kurse in meinem Studium zur Nachhaltigkeit zu belegen. Und weil mir das sonst fehlen würde, habe ich eben so die Möglichkeit, mir da selber sozusagen was zu organisieren. Und dadurch ergänzt sich das dann ganz gut. Cool. Vielen Dank dafür. Dann würde ich das an der Stelle mal zusammenfassen. Wir haben es gehört von den beiden, studentisches Engagement. Man lernt sehr viel dabei und kann sich in verschiedene Bereiche einbringen und auch Themen, die im Studium nicht abgedeckt werden, ins eigene Leben und ins eigene Erfahrungsportfolio aufnehmen. Herr Ressel hat das vorher selber gesagt, Studierende sind Treiberinnen an der Hochschule. Sie sorgen dafür, wie Frau Kriegelstein gesorgt hat, dass der Funken überspringt und neue Themen aufgenommen werden. Es liegt also auch an euch da draußen, zum Beispiel Sachen wie Rassismus und Gendergerechtigkeit und andere Themen, die euch am Herzen liegen, in die Uni reinzutragen. Studentisches Engagement scheitert manchmal aufgrund von der Fluktuität. Aline hat das sehr schön beschrieben und es braucht Rahmenbedingungen, die studentisches Engagement möglich machen. Wie Frau
Scher vorhin beschrieben hat, kann das auch ein langwieriger Prozess sein, wo es dauert, Dinge in die Struktur zu integrieren. Und ganz klar brauchen Studierende Wertschätzung, Strukturen für Ansprechpartner und die Möglichkeit, sich demokratisch in der Uni einzubringen. Als einen der wichtigsten Punkte möchte ich nochmal die Langfristigkeit ansprechen, Wissensmanagement und Ansprechpartnermanagement, wie das in einem Green Office oder Nachhaltigkeitsbüro der Fall ist. In diesen Zeiten, in denen es so dringlich ist, dass wir agieren und die Herausforderungen von sozialen und ökologischen Problemen angehen, sind wir Studierende eine zentrale Rolle. Und es gibt viel zu tun. Jetzt würde ich nochmal abgeben an Hanna, um mehr über die Verantwortung der Hochschulen zu hören. Ja, hallo, ich bin wieder da. Wir schalten, jetzt sieht man mich auch gleich. Perfekt. Jetzt sind wir schon bei unserem dritten und letzten Block angelangt. Und wenn wir uns jetzt nochmal mit dem superschönen Potenzial beschäftigen, das wir hier auf dem Podium auch versinnbildlichen, sagen wir es so, nämlich der Kooperation zwischen Studierenden und RektorInnen. Und diese Frage wenden wir auf die Verstetigung unseres Projektes der Erstsemesterakademie Bavü zukunftsfähig an und wollen da ein bisschen gemeinsam visionieren. Die Erstsemesterakademie gibt es ja in Tübingen schon richtig lang, gibt es auch immer wieder Hiwis, also verschiedene Menschen, die aus dem ORT-Team dann Geld bekommen für ihr Engagement, richtig cool. Und dieses Jahr haben wir es eben geschafft, an verschiedenen Hochschulen in Baden-Württemberg gleichzeitig dieses Format zu organisieren und das auch noch in Kooperation. Richtig cool. Was cool ist und was uns zurückführt auf den allerersten Block, dass wir es relativ gut schaffen, MultiplikatorInnen auszubilden, also die Erstis mitzureißen mit dieser Idee, unsere Hochschulen müssen nachhaltiger werden. Und das soll natürlich auch so bleiben. Deshalb ist eben dieser Aspekt der Verstetigung, der langfristig Machung sozusagen unseres Projektes ganz, ganz wichtig. Ja, wir haben es jetzt schon mal implizit in einigen Antworten von Ihnen gehört, vor allem von Ihnen, liebe RektorInnen. Ich möchte nochmal Herr Ressel fragen, können Sie nochmal ganz kurz und knackig sagen, warum es denn so zukunftsfähig ist und so ein großes Potenzial in unserer Kooperation liegt, also zwischen uns Studis und RektorInnen? Warum sitzen wir hier eigentlich jetzt an unseren Laptops? Ah, kann man mich wieder hören? Ja, ich glaube schon. Ja. Warum ist es so wichtig, Studierende und Rektoren oder Hochschulleitungen insgesamt zusammenzubringen? Ja, weil die Studierenden sozusagen die Nöte, die sie selber haben während des studentischen Lebens mit der Universität und rund um die Universität herum, natürlich irgendwo auch anbringen müssen, um das System zu verbessern. Und deswegen treten wir bei uns mit STUVUS, das ist unsere verfasste Studierendenschaft, in regelmäßigen Austausch und versuchen dort eben dann die Probleme, die stattfinden. Das ist ja nicht nur das Thema Nachhaltigkeit, ja, das ist jetzt zum Beispiel das Thema Corona. Ja, wir haben wöchentlich mit STUVUS Sitzungen, wie wir dieses Problem meistern können. Und insofern ist dieser Austausch für mich, ich sage es mal ganz ehrlich, wichtiger als der mit den Mitarbeitern. Auch mit denen treffen wir uns selbstverständlich und auch dort müssen wir uns weiterentwickeln. Aber das ist ja das Besondere an der Universität und an den Hochschulen, dass wir eben die Studierenden haben. Und das sind ja auch, also hier in Stuttgart mit fast 26.000 derzeit, ja auch der größte Beitraggeber sozusagen für die weitere Entwicklung. Und vieles, was wir vielleicht gar nicht sehen, sehen aber die Studierenden, weil sie im Alltag das sozusagen mitbekommen. Und wenn sie uns das dann weitergeben, dann können wir auch Lösungen suchen und finden, wie wir so etwas gestalten können und für uns verbessern können. Was immer schwierig ist, das haben Sie auch immer wieder angesprochen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das gab es vorher auch schon ein paar Mal. Also Verstetigungen, meine ich damit, von Initiativen, das ist immer ein schwieriges Thema, weil das
Gut der Mittel und der Stellen in einer Universität halt rar ist, wie andernorts auch. Und wenn wir etwas nachhaltig stellen wollen im Sinne der Verstetigung, dann müssen wir darum wirklich hart kämpfen, weil wir müssen dafür etwas anderes zumachen, um etwas Neues zu entwickeln. Wir haben ja nicht nach oben hin einfach offene Tüten, ja, wo wir verteilen können. Und das ist dann auch wieder ein langer und harter Diskurs, und aber auch hier überzeugen uns die Studierenden wie in dem Green Office auch. Und dann werden wir in den Hochschulleitungen auch tätig. Ja, es ist immer Überzeugungskraft. Das muss ich ja auch jeden Tag machen in der Universität hinein. Und das, dieses Spiel, das brauchen wir einfach. Nur so können wir uns entwickeln und nur so können wir uns auch nachhaltig aufstellen. Und darf ich nachfragen, was ist denn dann Ihre spezifische Rolle, wenn jetzt die Studierenden diese Rolle haben, der energievollen VerändererInnen, der KämpferInnen für nachhaltige Entwicklung? Welche Rolle haben Sie dann in dieser Kooperation? Ja, ich bin zunächst mal der Moderator, ja, weil ich stehe an der Schnittstelle zur Universität in alle Richtungen und ich muss das zunächst mal aufnehmen, bewerten natürlich, das macht dann die Hochschulleitung selber und moderiere das Thema meistens in die Gremien hinein dann. Und dann muss ich aber zum Schluss mit dem Rektorat zusammen und manchmal auch alleine entscheiden. Ja. Ich bin dann auch der Entscheider zum Schluss und muss sagen, okay, wir machen das Green Office und wir machen das jetzt, setzen das um. Und das heißt dann, ich muss auch sagen, wo wir die Stellen einsparen, die wir dann dort wieder reingeben. Und das ist meine Rolle. Cool, herzlichen Dank. Jetzt wenden wir doch gerade mal nochmal dieses Potenzial der Kooperation auf unser Projekt Erstsemesterakademie an. David, ist die Erstsemesterakademie im Moment ein verstetigtes Projekt? Das ist ja gerade zum ersten Mal, also verstetigt ist es auf keinen Fall. Dieses Jahr wurden wir auch glücklicherweise gefördert finanziell von anderen Stellen und ich hoffe sehr, dass wir das auch in Zukunft, auch in den nächsten Jahren wieder so anbieten können. Vielleicht auch, wenn wir die Unterstützung dann haben von einem Green Office, das wäre ganz großartig, wenn wir das dann über das Green Office laufen lassen könnten, damit wir auch für die ESTs in den nächsten Jahren wieder so ein tolles Angebot machen können, zu Nachhaltigkeit, zu Zukunftsfähigkeit. Das wäre sehr wichtig, glaube ich, auch für die Universität Stuttgart, dass wir dieses Interdisziplinäre, was in der Forschung schon ganz groß geschrieben wird, auch jetzt hier in der Lehre bei den ESTs auch schon mit anfangen. Da eine Nachfrage, wie ich vermute, hat ja wahrscheinlich das Green Office, was es noch nicht gibt, aber ja geben soll, schon genug Aufgaben. Bräuchte es da nicht noch ein paar mehr Hiwis im Green Office, die sich dann um die Erstsemesterakademie kümmern, oder kann das Green Office das einfach so noch nebenbei leisten? Ja, also der Aufgabenkatalog ist sehr, sehr lange. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, dann auch von der Finanzierung, was man jetzt schafft. Aber ich fände gerade dieses Projekt der Erstsemesterakademie ein wichtiges Projekt, ein sehr wichtiges Projekt. Und wäre das toll, wenn wir dann dafür auch Hiwi-Stellen schaffen könnten. Ich hoffe sehr drauf, dass es auch klappt. Das wird sich in den nächsten Monaten wenig zeigen. Herr Ressel, was antworten Sie David? Wie stehen die Chancen? Naja, wir haben uns ja committed, dass wir 5 Hiwis in dieses Projekt mit hineinstellen. Die werden dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit dauerhaft gestellt. Ich möchte aber auch sagen, dass die Studierenden einen Beitrag leisten könnten. Ja, ich meine, sie haben über die verfasste Studierendenschaft auch Einnahmen und auch sie könnten, wenn sie das möchten, dazu beitragen und ein bisschen Mittel da reinstecken. Dann könnten wir den Hiwi-Pool vielleicht erhöhen in Stuttgart von 5 auf 7. Aber das ist jetzt eine Entscheidung, die müssen die Studierenden selber treffen. Ich denke, es sind immer beide Seiten. Und wenn wir es gemeinschaftlich machen, dann sollten wir es auch gemeinschaftlich anpacken. Da lächelt David und gibt fast den Daumen. Da können Sie ja dann nochmal zusammen in Stuttgart im Rektoratsbüro drüber sprechen. Frau Kriegelstein, wie ist es denn in Freiburg? Wie könnte da eine Verstetigung von der Erstsemesterakademie gelingen? Also diese Diskussion werde ich gerne aufnehmen und werde gerne mich darum bemühen.
Was gerade im Moment geschehen ist, ist, dass dem Wunsch der Studierenden entsprochen wurde, ein Studium Ökologikum aufzubauen und einzurichten. Und da hat das Rektorat die Nachhaltigkeitszusage gegeben. Und so müssen wir dann ein Projekt nach dem anderen bearbeiten und auf die langfristige Ebene bringen. Aber im Grundsatz bin ich da positiv. Und ich würde mir noch als Nachschlag zur Antwort erlauben, den Versuch einer knackigen Aussage zu machen, was der Vorteil der Zusammenarbeit der Studierenden mit dem Rektorat ist, gerade zum Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir haben hier die Chance, 1 bis 2 Generationen zu überspringen. Und das ist eine einmalige Chance in die Investition der Zukunft. Cool. Und also Sie sagen, Sie sind positiv gestimmt. Wenn Sie jetzt kurz selber visionär nachdenken, gibt es denn die Möglichkeit, dass die Erstsemesterakademie vielleicht als Teil vom neu geschaffenen Studium Ökologikum in die Studieneingangsphase integriert werden kann? Ja, also da werden wir mit Sicherheit die richtigen Lösungen finden. Also wir haben bisher auch darüber nachgedacht, inwieweit wir das Zentrum für Schlüsselqualifikationen vielleicht öffnen und mobilisieren, weil man damit natürlich auch Credits erwerben kann und sich Qualifikationen schaffen kann. Und da werden wir den richtigen Weg finden. Wir werden mit unseren Studierenden in den Dialog treten, was aus ihrer Sicht eine gute, angemessene Bewertung ist. Ich habe vorhin in der Antwort schon gesagt, dass mir die Kompetenzentwicklung, die Kompetenzbildung für alle Studierenden sehr wichtig ist. Also mir würde zum Beispiel vorstreben, und da kann die Erste Akademie ein wichtiger Teil davon sein, dass wir allen Studierenden, die wir an der Universität haben, eine gewisse Grundkompetenz Richtung nachhaltige Entwicklung mit auf den Weg geben, sodass wir dann eine große Zahl von Amplifikatoren haben, die die Gesellschaft bewegen, die die Gesellschaft weiterentwickeln, denn wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Also das muss jetzt schnell gehen, das muss effektiv sein und es muss von uns allen getragen werden. Also ich höre heraus ein Versprechen der Unterstützung. Sie haben Lust, mit den OrganisatorInnen der Erstsemesterakademie ins Gespräch zu kommen. Und das seid wahrscheinlich auch bald ihr, liebe Erstsemester, weil ein paar wahrscheinlich von euch auch die zukünftigen Erstsemesterakademien organisieren. Könnt euch also schon sehr freuen auf Gespräche mit Frau Kriegelstein. Jetzt möchten wir nochmal eine ganz andere Perspektive wagen, und zwar eine internationale. Frau Scheer, Sie schmunzeln schon. Sie sehen jetzt gleich dran, genau. Als Teil Ihrer Funktion als Prorektorin für Internationales haben Sie auch die Aufgabe, sich mit Zivis zu beschäftigen. Könnten Sie uns allen kurz erklären, was denn Zivis ist? Kurz kann ich das nicht erklären. Es ist ein Riesenprojekt, eine große Aufgabe. Aber Spaß beiseite, also Zivis ist der Name unserer Europäischen Hochschulallianz, European University Alliance. Das ist ein Netzwerkformat der besonderen Art. Das ist nicht das übliche Netzwerk, sondern das ist wirklich der Versuch, europäische Universitäten, Universitätsverbünde so zusammenwachsen zu lassen in den nächsten Jahren, dass sie richtig viel gemeinsam stemmen können. Also angefangen von gemeinsamen Studiengängen bis hin zu gemeinsamen Forschungspolitiken und Forschungsprojekten und so weiter und so fort. Wir fangen an mit einem Schwerpunkt auf Studierenden, Studierendenmobilität, dass wir unseren Studierenden mehr Möglichkeiten geben, internationale Erfahrungen zu machen, ob sie hingehen zu den anderen Universitäten in unserem Verbund oder ob sie einfach teilnehmen an Veranstaltungen, die wir mit ihnen gemeinsam hier auch mit Hilfe von digitalen Technologien veranstalten, also dieses Internationalization at Home Idee. Und da spielt dieses Thema, das wir heute verhandeln, eine ganz große Rolle. Civis heißt Civis, weil es das Selbstverständnis einer Civic University voranbringen will. Und das greift genau diese Schnittstelle auf, die Herr Kopp vorhin auch angesprochen hat, nämlich die Verantwortung der Universität als Teil der Gesellschaft, als Teil der Stadtgesellschaft.
Tübingen ist eine kleine Stadt. Wir haben den Vorteil, dass wir als Universität natürlich ein ganz großes Gewicht sozusagen in die Stadt hineintragen als Arbeitgeberin und überhaupt in der Präsenz. Aber es ist nicht einfach, immer mit der Stadt zusammenzuarbeiten. Wir haben einen grünen Bürgermeister immerhin. Und wir können da versuchen, gemeinsam Dinge zu tun. Ja, es erfordert auch Arbeit. Was wir hoffen, ist, dass wir auf jeden Fall das Bewusstsein für Civic Engagement, also auch für das, was man in und mit der Stadt machen kann, und wollen, dass wir das erhöhen und wollen das vergüten sozusagen, indem wir Service Learning Projekte einrichten. Das ist das, was vorhin angesprochen wurde, kriege ich für mein Engagement ECTS-Punkte. Dieses Modell heißt Service Learning und das werden wir in Tübingen in Zusammenarbeit mit Civis voranbringen. Cool, an dieser Stelle frage ich Sie, kann denn die Erstsemesterakademie zukunftsfähig einen, dass dieser gemeinsamen Civis-Projekte werden? Die Frage nochmal? Könnte die Erstsemesterakademie eines dieser gemeinsamen Civis-Projekte geben, die es dann eben auch in Athen gibt, in Bukarest und so weiter? Ja, also die Idee einer Erstsemesterakademie, das in Civis einzuspeisen und zu fragen, was habt ihr, also was wir momentan machen, ist, dass wir die ganze Zeit abfragen, was haben die anderen Universitäten, ist es analog zu dem, was wir haben, können wir das kompatibel machen oder haben sie es gar nicht und wir können das dann reinbringen oder wir lernen Sachen von ihnen. Und wir sind jetzt in den ersten paar Jahren und das ist gerade die Phase, wo man so ein Projekt wie eine europäische Erstsemesterakademie im Rahmen dieser Hochschulallianz starten könnte, klar. Und haben Sie Lust, ein bisschen im Kopf zu spinnen, ein Bild zu kreieren, wie könnte denn so eine europäische Erstsemesterakademie aussehen? Das klingt ja bombastisch. Ja. Ja, also ich muss sagen, dieses Thema Nachhaltigkeit ist gerade für die Arbeit im Bereich Internationalität eine große Herausforderung, weil wir denken immer noch sehr stark daran, an diese physische Mobilität, wie wir sie inzwischen nennen, weil wir die Alternative haben, nämlich die virtuelle Mobilität. Und wir wollen davon schon auch nicht so ganz loslassen. Es ist ein Wert an sich, wirklich woanders sich aufzuhalten, physisch. Having said that, wollen wir natürlich mit Hilfe von digitalen Mitteln und durch die Corona-Krise lernen wir immer mehr, irgendwie entspannter oder ich zumindest entspannter damit umzugehen, dass man sich dann eben am Bildschirm trifft. Und vieles, was wir momentan in Civis machen, läuft über Zoom, also über oder BigBlueButton, also andere Kanäle, die dieses anbieten. Weil wir einfach nicht hin und her jetten können die ganze Zeit und oder auch wollen. Und so könnte ich mir vorstellen, dass auch eine erste Akademie so stattfinden könnte wie jetzt. Also das war auch nicht ursprünglich so geplant, aber es funktioniert auch ganz gut. Und so kann man diese Universitäten quer durch Europa zusammenbringen, zumindest für ein erstes Kennenlernen. Und dann kann man vielleicht auch Veranstaltungen planen, wo man dann physisch zusammenkommt. Haben Sie da noch ein Beispiel für ein Format, was bei dieser Europäischen Erstsemesterakademie vorkommen könnte? Also Sie kennen ja das Programm zum Beispiel der Erstsemesterakademie in Tübingen, da gibt es Workshops, da gibt es auch Podiumsdiskussionen wie die unsere jetzt, aber auch so Kleingruppendiskussionen. Was könnte es denn da geben? Ja, alles davon. Also welches Format auch immer man nimmt, also ein Workshop oder so, man muss sich einfach vor Augen führen, unsere Arbeitssprache momentan in dieser Runde in Civis ist Englisch, was einigermaßen ironisch ist, weil wir 8 Universitäten sind und keine davon ist in England, im Moment zumindest. Wir nehmen vielleicht noch einen neuen Partner auf, aber da muss man auch bereit sein, da reinzugehen und mit diese, also alles englischsprachig zu machen. Und dann hat man eine Ebene, wo man miteinander, ich weiß es nicht, vergleichende Erfahrungsaustausch, Texte gemeinsam lesen. Oder auch, was ich hatte heute gerade ein Gespräch mit unseren Stura-Leute über ihr Engagement in Civis und sie sagen, Mann, die Art und Weise, wie
studentisches Governance in den anderen Universitäten organisiert ist, ist völlig anders. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, da vergleichend miteinander sich zu unterhalten. Cool, ich bin schon sehr begeistert. Ich wusste natürlich im Voraus, dass dieses Projekt irgendwie in Tübingen auch schon im Gespräch ist, im Kontext von CIVIS, aber ich kann mir sehr vorstellen, dass es für euch, Aline und David, vielleicht auch nochmal richtig geil ist zu hören, wow, es könnte vielleicht auch international gehen. Ihr dürft gern auch noch ein Statement abgeben. Ja, ich will mich einfach mal einschalten. Ich finde das Projekt auch super und ja, die Uni Mannheim hat so ein ähnliches Projekt vor, deswegen haben wir uns auch schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, was es auch für uns für Chancen bieten könnte. Und ich stimme Ihnen da völlig zu, dass es einfach eine riesige Chance ist, dass da so viele engagierte Menschen dann zusammenkommen, die noch mehr verschiedene Gedankengänge zusammenbringen oder Ideen und Visionen. Und soweit ich das mitbekommen habe, wird es ja auch finanziell unterstützt. Also ein wichtiger und immer kritischer Punkt bei der ganzen Verstetigung wäre ja auch einfach die Finanzierung. Gleichzeitig haben wir bisher ein bisschen Angst, dass durch diese Komplexität und durch diese vielen InteressensträgerInnen das Ganze auch dazu führen könnte, dass man sich vielleicht nur auf den kleinsten Nenner einigt und das alles eher ein bisschen symbolisch bleibt, die Ziele nicht so verbindlich sind, weil es ja, also je mehr Leute beteiligt sind, desto schwieriger ist es auch einfach, sich zu einigen. Deswegen ja, verfolgen wir das sehr interessiert und freuen uns auch immer, wenn wir da mit einbezogen werden und auch noch unsere Ideen mit einbringen können. Ja, danke dir. Ich mag an dieser Stelle auch nochmal einen Rundumschlag wagen. Ich bin voll begeistert, was wir jetzt gerade besprochen haben in den letzten Minuten, weil wir sozusagen Beispiele gehört haben in Stuttgart, in Freiburg, aber auch in Tübingen plus international, wie sich die Erstsemesterakademie entwickeln könnte. Also sei es, wenn es um die Verstetigung geht oder um eine Skalierung, ein Größerdenken. Und ich habe das Gefühl, dass es da wirklich auch super hilfreich ist, zusammenzudenken. Also ja, die Perspektiven der RektorInnen und die Perspektive der Studierenden zusammenzubringen, weil wir natürlich alle noch Bedürfnisse haben, die auch erfüllt sein sollen. Also klar, irgendwie Sie, RektorInnen, haben auch noch andere Ziele im Kopf. Internationalisierung beispielsweise, Digitalisierung, das muss alles verknüpft werden. Da müssen auch Gelder hin, kann nicht nur alles Richtung Nachhaltigkeit gehen. Und die Studierenden wollen natürlich auch, dass die wahren Ziele, die mit so einer Veranstaltung erfüllt werden sollen, auch noch bestehen bleiben. Und das zusammenzubringen ist super und das wollen wir Studis auf jeden Fall beibehalten. Und dazu lade ich euch, liebe Erstis, natürlich auch ein, weil ihr das in Zukunft machen werdet. Ihr seid diejenigen, die im Moment am besten wissen, was notwendig ist. Ihr seid diejenigen, die auch diese krasse Fridays for Future Energie mit in die Hochschulen bringen können. Ihr seid diese Generation, ja, die gerade aktuell am Start ist, macht das gerne. Wir freuen uns voll drauf und wie wir gehört haben, ja auch unsere RektorInnen, die brennen nur so drauf, die Energie von euch dann umzusetzen. Ja, wir haben jetzt so einen krassen Dreiteiler hinter uns, haben angefangen mit dieser Frage, warum sind denn Hochschulen Treiberinnen der nachhaltigen Entwicklung, haben gemerkt, dass sie eben in und für unsere Gesellschaft handeln müssen in den verschiedenen Bereichen, hochschulischen Handelns, Betrieb, Lehre, Forschung, Governance, Transfer, haben auch gesehen, dass da noch ganz schön viel Bedarf ist. Das heißt, Erstis, komm ran, lasst uns gemeinsam kämpfen. Und genau, damit verbunden eben, wir Studis können echt was bewegen. Wir sind extrem wichtig, das haben wir jetzt schon oft gehört in dieser Diskussion. Wir sind richtig wichtig und ohne uns geht es wahrscheinlich viel, viel langsamer. Ja. Und damit übergebe ich nochmal an Anna. Danke dafür. Wir haben viele spannende Sachen gehört. Ich hoffe, unser Social-Media-Team nimmt da so einiges auf. Zum Beispiel die Zusammenarbeit von Rektorinnen und Studierenden ist eine einmalige Chance, in die Zukunft zu investieren, hat Frau Kriegelstein eben gesagt. Das fände ich schön, morgen auf Instagram wiederzufinden. Jetzt gibt es eigentlich noch unzählige Themen, die wir besprechen könnten.
Ich befürchte, das muss das Orga-Team und alle Studis, die jetzt zugucken, dann demnächst bei dem oder der Rektorin am Schreibtisch ausmachen und diesen Dialog weiterführen. Und dafür müssen Sie, liebe Rektorin, auch uns einladen und Ihre Türe öffnen. Kommt auch auf uns zu. Jetzt haben wir noch mal Zeit für den letzten Fragen. Und zwar kurz, gerne 2, 3 Sätze. Frau Kriegelstein, was würden Sie Herr Ressel empfehlen, um den Austausch, den er vorhin so befürwortet hat, mit seinen Studierenden noch zu vertiefen? Zuhören, zuhören, zuhören. Auch im Schwarzwald zuhören. Und dann die wichtigen Dinge, die man mit universitärer Strategie verbinden kann, eben auf die Straße bringen. Dankeschön. Zuhören hier als Leitbild. Herr Ressel, stellen Sie sich vor, Sie sind Frau Scheer und möchten die erste Ester-Akademie in Freiburg verstetigen. Was würden Sie Frau Scheer empfehlen? Oh, Entschuldigung. Ja, ich würde... Was würden Sie Frau Kriegelstein empfehlen? Entschuldigung. Was würde ich Frau Kriegelstein empfehlen für die Erstsemester? Akademie. Ja, sie hat ja ein ähnliches Netzwerk, ein internationales Netzwerk in Freiburg geschaffen, wie das in Tübingen auch geschafft worden ist. Und ich würde sagen, dass das ein wunderbares Reallabor wäre, mit dem man eben sowas mal ausprobieren könnte. Und ich würde Sie bitten, dass Sie dies tut. Bin so frei. Entschuldigung, Frau Kriegelstein. Ich habe mir das schon als To-Do notiert. Gut. Ich hoffe auch groß unterstrichen. Verstetigung Erstsemesterakademie im nächsten Jahr. Da mag ich David mal fragen. Was würdest du Frau Scheer empfehlen, um die Erstsemesterakademie richtig gut in das CIVIS-Projekt reinzubringen? Es gibt ja viele verschiedene Themen, die da super reinpassen. Und ich glaube, da ist es ein großes Potenzial vorhanden, wenn es auch gerade um die soziale und ökologische Gerechtigkeit geht, Klimagerechtigkeit, dass man hier versucht, die verschiedenen Kulturen zu integrieren, dass wir hier im interkulturellen Diskurs eine super coole Veranstaltung hinbekommen. Ich glaube, da ist einfach ein großes Potenzial vorhanden. Danke. Das große Potenzial des inter- und interdisziplinären Austauschs. Frau Scheer, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Sie wären Aline. Was wäre Ihr nächster Schritt, um in Mannheim die Erstsemesterakademie zu verstetigen? Naja, man muss doch zum Rektor gehen. Und oder ins Rektorat. Da sitzen mehrere Leute mit offenen Ohren. Und das Thema so überzeugend präsentieren und auch berichten, wie begeisternd diese Veranstaltung heute war, dass die auch Feuer und Flamme werden und das auch mit in die Gremien nehmen. Dankeschön. Ja, im besten Falle sitzen die auch im Publikum und hören das alles heute. Da hoffe ich auch, nach Hohenheim ins Rektorat hier einen kleinen Gruß zu senden. Jetzt würde ich aber auch nochmal im Publikum nachfragen. Was nimmt ihr für euch aus dieser Podiumsdiskussion mit? Hier gehen wir nochmal auf Slido. Ja. Bin gespannt, was noch kommt. Das Rektorat ist nah an Studis. Das ist eine schöne Message. Nehmt euch Zeit, erstmal eure Gedanken zu sortieren. Es kamen so viele positive Worte, neue Punkte, an denen man ansetzen könnte. Was gibt es noch? Mut, ein schönes Statement. Das passt auch zu dem, was vorher schon gesagt wurde. Und die Finanzierung ist ein wichtiger Punkt.
Besonders gut gefällt mir der Satz, man kann etwas bewirken. Ich glaube, das ist was, was alle 80 Studierenden, die an den verschiedenen Städten dabei waren, auf jeden Fall bestätigen können. Oh, jetzt kommt hier nochmal ein Schlag aus Tübingen. Sivis und Ersti Akademie, die sehen das, das wird gepusht. Die Publikumsfragen, ja, haben wir teilweise auch eingebaut, aber so geschickt, dass es nicht alle im Publikum gemerkt haben. Hier sind tolle Schlagwörter, Motivation, Interdisziplinarität, flache Hierarchien und dass die Kommunikation zwischen den PartnerInnen wichtig ist. Manche Leute nehmen auch Liebe mit, Reden, Zuversicht und Selbstlob. Das ist doch schön. Damit würde ich jetzt aber gern nochmal Aline hören und wissen, was sie aus dem Ganzen mitnimmt. Ich glaube, ich würde sehr den Aussagen zustimmen, dass die Hierarchien flach sind und dass Kommunikation wichtig ist. Also für mich war das heute sehr motivierend zu sehen, wie sie alle drei eigentlich uns nochmal klar gemacht haben, dass die Rektorate der Universitäten in Baden-Württemberg genauso Nachhaltigkeit fördern wollen und da offen sind und alles in ihrer Macht tun, sinnvolle und gute Ideen umzusetzen. Das war mal wieder eine schöne Bestätigung. Vielen Dank dafür. Die Bestätigung ist wichtig. Jetzt habe ich hier nochmal aus dem Publikum die Bestätigung bekommen, dass die eine Frage noch gestellt werden soll. Frau Kriegelstein, was soll denn getan werden, bis wir alternative Möglichkeiten zum Aufrechterhalten unseres Lebensstils haben? Die Klimakrise ist akut. Vielleicht können Sie da nochmal kurz drauf antworten. Das wurde jetzt sehr hoch gewotet. Ich glaube, wir haben ja in diesem Sommer gesehen, wenn wir die Mobilitäten stark einschränken, dann können wir für unser Klima, für die Umwelt ein bisschen was tun, aber nicht so schrecklich viel. Von daher finde ich die Goals der UN sehr, sehr gut, die das Nachhaltigkeitsthema, die nachhaltige Entwicklung sehr viel breiter sehen. Und da müssen wir, glaube ich, grundsätzlich ansetzen an den Universitäten, um eben die Ermöglichung zu schaffen, dass wir auf vielen, vielen Feldern, in vielen Aspekten zu einer besseren Nutzung der Ressourcen, zu einer effizienteren Nutzung der Ressourcen kommen. Und da ist das CO2-Ausstoß aus den Flugzeugen oder aus dem Auto nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und wir müssen, vor allem wenn es schnell gehen soll, das war ja das Stichwort eben, alles zu langsam, müssen wir an allen Stellen ansetzen. Und eine Universität mit Hunderten von Professoren, mit einem großen Spektrum an wissenschaftlichen Themen, kann das leisten. Man kann hier gleichzeitig an 500 Projekten arbeiten, die die Gesellschaft ermöglichen, hier schnell und gut und effizient zu handeln. Vielen Dank dafür. Das ist für mich auch ein runder Abschluss. An allen Stellen ansetzen. Das heißt auch in allen Studiengängen und mit Studierenden aller Fächer zusammen nach Lösungen suchen. In den unterschiedlichen Bereichen muss ich ganz viel tun. Und wie es einige von euch schreiben, lasst uns mutig sein und gemeinsam unsere Hochschulen nachhaltiger machen. Wie wir gehört haben, klopft bzw. rennt die Rektoratstüren ein und macht die Amtszeit von Frau Scheer, Herrn Ressel und Frau Kriegelstein zur Amtszeit der Studienbeteiligung. Unsere Hochschulen machen wir nur gemeinsam nachhaltig. Hier nochmal vielen Dank für Ihre Zeit, die Anwesenheit, die konstruktiven Diskussionen, die schönen Zitate, die wir auf Instagram benutzen können und einen schönen Abend an euch alle da draußen und weiter spannende Diskussionen in der erstsemestrigen Akademie.